Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Enslaved Odyssey to the West. Ich bin es, MC Mafix. Beim letzten Mal sind wir aus New York entkommen. Es war ein harter Kampf, wir mussten nochmal gegen den Robohund kämpfen und wir haben es geschafft, unser Bike wieder zu holen und sind hier durch die Gänge gecruised, Mann. Wie in Easy Rider, Born to be Wild, sind wir hier weitergekommen und sind nun bei der Trip daheim. Ja, unser Abenteuer könnte hier jetzt eigentlich enden. Sie hat uns sogar eingeladen, hier in ihr Dorf zu ziehen, aber irgendwie stimmt etwas hier nicht. Ziemlich ausgeklügeltes Verteidigungssystem. Warum nicht einfach Geschütze und Waffen? Das war Marks Idee. Er liebt es halt, Brücken hoch und runter zu klappen. Also lassen wir ihm seinen Willen. Wir müssen da hoch. Zieh den Hebel. Aber irgendwie ist halt die Sache ein bisschen hier zu ruhig. Also keine Menschenseele ist zu sehen. Und ja. Es ist halt wie mit dem schönen Fischglas. Okay, geh rüber. Eine kleine Sache kann alles zerstören. Jetzt hoffen wir, machen wir einfach mal nett den schwarzen Peter und hoffen einfach auf das Beste. Komm, Trip, Mädel, komm her. Okay, geh. Geh, Mädel! Hab doch gesagt, wenn ihr was sagt, dann soll's kommen. So. Nochmal nach oben. Trip, ich nehme dich. Soll ich die Huckepack nehmen? Genau, nehmen wir die Huckepack. Guten Tag, Herr Vater von Trip. Ich habe hier ein Geschenk für Sie. Seltsam. Hier ist auch keiner. Naja, hilf mir da hoch. Alles klar. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das sollte nicht passieren. Muss irgendwie beschädigt worden sein. Vielleicht durch einen Kampf oder so etwas? Trip. Ach, ich will das der armen Trip nicht antun. Eigentlich will ich gar nicht in das Dorf. Weil, wenn wir da jetzt reingehen... Da ist der Wachturm. Noch mehr Brücken. War das wirklich nötig? Das musst du Mark fragen, wenn du ihn siehst. Er sagt, sie sind perfekt, um die Max fernzuhalten, weil man menschliche Intelligenz braucht, um sie zu verstehen. Aber er hat Brücken wohl einfach gern. Ein Brückenmensch. Okay, gut, dann legen wir jetzt auch mal Brücke und schauen mal, wie uns das weiterhilft, Mann. Also, ich wollte gesagt haben, ich will eigentlich der Armtrip das gar nicht antun, Mann. Ich glaube, die zerbricht dann, wenn wir jetzt hier in das Dorf reingehen. Und da wirklich etwas Schlimmes sein sollte. Warte, Entschuldigung. Nicht kommen, Entschuldigung. Tu es! Mach! Jetzt beweg dich, Mädel. So. Man braucht dafür menschliche Intelligenz, um das Rätsel zu lösen. Ich stelle mir die Wechsel da unten so vor. Wir können nicht Brücken, Brücken, kachen uns kaputt! Und dann explodieren sie. Brücke hoch, Brücke runter. Mark findet sowas eben faszinierend. Trip. Ja? Ich habe genug gehört von Mark. Und Brücken. Okay, ziehen. Keine Brücken mehr. Und kein Mark mehr. Ich dachte, es gibt nur uns zwei Trip. So, jetzt. Zieh den Hebel. Gutes Mädchen, zieh den Hebel. Mach Trip. Brave Trip. Jetzt bräuchte ich auch mal menschliche Intelligenz. Wartet mal. Zieh den Hebel. Ach so, okay. Verstanden. Ja, sie muss jetzt denselben Weg gehen, wie wir vorher gegangen sind. Kein Problem. Komm, geh. Kannst jetzt drüber gehen. Ich dachte irgendwie, da gibt es jetzt einen schnelleren Weg, aber scheinbar. Muss das nochmal so machen. So.
So, was kann... Was kann ihr Hebel? Zieh den Hebel. Ach, da bewegt er auch noch meine Brücken. Ja gut, dann... Ja, dann. Ich frage mich, warum es hier so ruhig ist. Ich will zum Wachturm. Nachsehen, was los ist. Ich will da nicht jemanden. Ich möchte Trip nicht kaputt machen. Jetzt sind wir uns gerade näher gekommen. Jetzt ist gerade alles ein bisschen schöner geworden. Jetzt wird alles furchtbar werden. Okay. Aber nee, komm, wir mal. Wir gehen jetzt hin. Ist doch mal ein dick Party, Mann. Monkey Dance machen wir. Und alles wird Friede, Freude, Eierkuchen. Monkey, was machst du da? Ich? Im Wachturm muss jemand sein. Es hält immer jemand Wache, egal was ist. Unmöglich. Die Posten sind immer bemannt. Basis, bitte komm. Hier ist Posten 9. Könnt ihr mich hören? Over. Basis, bitte komm. Was ist da bloß los? Was ist los? Trip. Nein, nein. Nein. Trip. Trip. Sie finden, bevor etwas passiert. Ihr Drecks-Max! Ach komm, ich hatte ihn doch. Er ist wurscht. Aber ihr Drecks-Max werdet dafür bezahlen, Mann, was ihr hier getan habt. Kommt her. Kommt! Kommt und holt euch euer Dankeschön ab für das, was ihr hier getan habt, Mann. Also, es ist im Endeffekt genau das, was wir angenommen haben, Mann. Das Dorf wurde hier überrannt von Sklavenhändlern. Dann müssen wir schauen, dass wir das... irgendwie... durchkommen. So, ich hoffe, das war's fürs Erste. So, und nun müssen wir schnell sein, Mann. Trip ist da nun allein und ja, der Deal gilt immer noch. Stirbt sie, sterben wir und mal abgesehen davon, ich möchte nicht, dass sie stirbt, Mann. Habe ich euch doch schon wieder gehört, ihr Drecksviecher. So, Stun einsammeln. Weiter. Trip, ich kann dich nicht hören. Trip, Mann. Versteck dich, Mann. Es hat doch bis jetzt immer gut geklappt, Mann. Ich soll jetzt aufhören damit. Ich soll jetzt aufgeben. Komm schon.
Auch wenn wir schon wussten im Endeffekt, was hier auf uns zukommt, Mann. Schlimm ist es, das trotzdem zu sehen. So. Ein einst blühendes Dorf, was hier im Endeffekt zerstört worden ist. Und wieso? Der Wachturm. Scheiße, noch mehr Pyramid Max. Der sieht gut aus. Komm schon, ich komme nicht zu seiner Deckung. Und jetzt! Wieso kann ich sie eigentlich runterschmeißen? Es würde die Sache so viel leichter machen. Ich komme, Trap. Nicht aufgeben jetzt, Mann. Alter. Hau doch drauf, Mann! Oh, Leute, Mann, das war gerade madig. Jetzt langsam auch mal wieder für ein paar Sekunden. Als ob ich nicht damit gerechnet hätte. So, ich muss eigentlich nur ein... Ich muss nur dem noch ein bisschen Schaden zufügen. Und jetzt! Brauche ich gar nicht meinen Stab, Mann, aber er leuchtet. Wenn er leuchtet, dann sieht er cooler aus, Mann. Deswegen lassen wir ihn mal. Wollen wir unseren eigenen Schotternlauf machen, Mann? Gut. Ey, das ist ja echt gerade ein Massaker, Mann. Das. So viel Roboter haben wir noch nie gesehen, Mann. Und kein Kontakt auch zur Trip, wenn ich hier auf die Trip-Taste drücke. So. Aber wir haben es geschafft hier. Zum zweiten Generator rein möchte ich da jetzt eigentlich nicht unbedingt gehen, weil wir uns denken können, was drin ist. Aber drauf.